So, das ist ein kleiner Add zu dem, was ich heute schon in dem Video gesagt habe. Es verändert sich was. Und zwar geht es nochmal um Ketu Mars. Südliche Mondknotenachse Mars. Ketu befreit immer. Mars ist eine gewisse Art und Weise zu handeln. So, wenn die sich bei einer Sonnenfinsternis treffen, dann, ihr habt vielleicht schon gehört, Sonnenfinsternis, manchmal Reaktionen sind 6 Monate. Oder zumindest 2 Monate. Und ich sagte in dem vorangegangenen Video, hier habe ich den verlinkt, da habe ich auch gesagt, dass es mit 20 Jahren der Effekt davon sein kann, weil es halt eben stattfindet, wenn der Rahu vom Widder in den Fische reingeht. Und das ist ein ganz sensibler Punkt. Natürlich ist es ein sensibler Punkt, wie gesagt, vom ersten Zeichen zum letzten Zeichen, weil Rahu geht rückwärts. Und der Mars Ketu wird da aufgefangen und das heißt einfach loslassen von einer gewissen Art von Handlung, Strategiewechsel. Planwechsel. Planwechsel und das ist eine Chance für den einen oder den anderen. Vor allen Dingen, weil danach, wenn Rahu eben in die Fische geht, gleich eine Zeit kommt, wo wir das vertiefen können, was wir erkannt haben. Weil überhaupt, Fische hat immer mit Hingabe zu tun. Es gibt kein Zeichen, was hingegebener ist als Fische. So, das wollte ich nochmal adden. Ich danke dir fürs Zusehen und komm gut über die Sonnenfinsternis und die Mondfinsternis und in das Jahr 2024 rein. Dein Adler Astrologe, ciao.